Herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Jetzt kann ich mich bewegen. Och, aber er baut noch den Tisch wieder auf. Ach, welcher Sack hat sich denn da auch wieder einen Tisch gemacht, hä? Ja, musste ich. Aber wir haben ganz schön viel irgendwie gehabt schon hier, ne? Hab ich so den Eindruck. Ja, was heißt ganz schön viel? Also ich hatte ja... stimmt, ich hatte ja hier diesen Übergang noch gebaut. Hatte ich das noch in dem Video gemacht? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade jetzt gar nicht sicher. Ja doch, in dem Video habe ich das, glaube ich, noch gemacht. Dann haben wir hier den ersten Teil gebaut, ne? Also hier dieses. Und dann habe ich ja gesagt, dass ich dann die Wände und so weiter, das Ganze nochmal farme. Ich habe es wohl sehr intelligent irgendwie gemacht. Ich habe ja überall hier... unten die Fenster und dann habe ich hier, weil das ja direkt dazugehörte, also eigentlich dazugehörte, habe ich hier die Fenster jetzt nach oben gemacht und nicht mehr nach unten. Also irgendwie ist das ein bisschen... Und hier bin ich aber noch nicht fertig geworden, weil dann hatte ich keine Materialien mehr. Das war dann... Aha, durch. Aha. Ich habe dann nur bis hier. Ich glaube, das war... Genau, hier ist die Treppe. Genau, bis hier wollte ich bauen. Das hatte ich ja schon mal zurechtgestellt. Wieso habe ich eigentlich keinen Kopf? Wieso hast du keinen Kopf? Ja, ich habe keinen Kopf. Sah es eben aus, als ob du einen Kopf hättest? Nein! Doch. Ich sehe dich gar nicht, du bist unsichtbar. Ach so, stimmt. Und ich hatte das mit der Verbesserung hier gemacht. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe so überhaupt gar keinen Plan mehr, was... Nee, Moment, Reise war das. Was ich jetzt überhaupt gemacht habe. Brauereiwissen freischalten. Brauerei. Trankmacher, Fleischer, Gerber... Brauerei, das ist es doch, genau. So, da machen wir nämlich hier mit der Reise noch mal ein bisschen weiter, weil dann brauchen wir nicht mehr viel zu machen. Wobei, wir können es, glaube ich, nicht machen. Fermentierungsfass benutzen oder platzieren. War das nicht dieser Mist, der so teuer war? Ach nee, Moment, das musste ich erst freischalten, oder? Wie war das? Ja, ja. Wieso gibt die Katze kein dickes Fell? Ach, mit dem Messer. Och, ich bin doof. Ich bin so doof. Oh, Leute. Ich habe das Gottheit-Messer hier zum Abhäuten benutzt. Das bringt natürlich kein... Ach, ich brauchte dickes Fell. Und das bringt da gar keins, sondern das bringt nur dieses Fleisch. Ja, das ist richtig. Also bei dem Spiel brauchst du wirklich dickes Fell manchmal. ja, aber ich bin jetzt trotzdem verwirrt. Also ich kann kein... Oder habe ich den schon automatisch freigeschaltet? Ich rede jetzt hier Blödsinn, warte mal. Werkstätten. Was wollte ich, dieses Fermentierungsdingsbums fast da? Koch. Ach, das habe ich schon frei. Wir brauchen 50 isoliertes Holz und 10 Eisenverstärkung. Gut, Eisenverstärkung ist nicht so schwer. Können wir ja mit Eisen machen. Also herstellen. Isoliertes Holz. Isoliertes Holz. Holz hier. Aber ich habe natürlich kein Holz. Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder Holz holen. Ach so, was ist denn... Haben wir denn Eisen? Wir hatten doch, glaube ich, letztes Mal noch Eisen reingetan, oder? Zwei Eisen sind hier drin. Ja, geil. Ah, nee. Hier sind noch welche. Nee, da muss mehr drin sein. Nehmen wir mal den Stapel hier weg. Und tun den hier rein, wo schon Eisen drin war. Egal. nee, habe ich jetzt... Nee, isoliertes Holz. Was rede ich denn hier für ein Quatsch? Holz und Harz brauche ich. Harz habe ich drin. Eisenverstärkung. Brauchen wir jeweils zwei Barren. Da stelle ich jetzt mal 10 schon mal von her. Die brauche ich dann. Ja. Nein. Schon mal erwähnt haben. Und genau, Holz. Holz muss ich holen. Ach, ich hasse diese ewige Rumfarmerei. Da fallen dir ständig die blöden Bäume auf den Kopf. Wenn wir schon mal dabei sind, sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Fleisch besorgen. Hallöchen, Frau Dame. Oder auch nicht.
Komm her, dann schlage ich dir ins Gesicht. Ach, du kannst nicht mehr, dann mache ich die Bäume. Ja, doch, für das Holz muss irgendwas anderes noch haben. Ach so, Quatsch, ich bin ja jetzt hier im... Ja, nur das Harz, aber mehr nicht. Ja, Harz, genau, das war's. Ach, shit, ich brauche trockenes Holz dafür. Warte mal, 20 kann ich aber schon mal herstellen. Das mache ich schon mal. Wie kriege ich jetzt das trockene Holz nochmal hin? ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier, gehst du in den Trockner, im Trockner, und da musst du aber die Rinde mit reinmachen und normales Holz. Okay. Wie viel Essen habe ich noch? 1:1 das dauert jetzt noch eine Weile. Oh ja, das ist 1:1. Obwohl, nee, das können wir eigentlich schon mal. Und hier ist ganz viel trockenes Holz drin nebenbei bemerkt. Das heißt, ich kann mir die Dinger auch schon mal herstellen. So. Achso, da. Moment, 20 habe ich hergestellt, ne? Dann 30, 40, 50. So, kann sich dann nur noch um Stunden handeln, bis wir dann hier weiterkommen. Warum haben wir eigentlich noch keine Gewürze, dass wir das Gewürzfleisch machen können? Wie war das nochmal? Da brauche ich doch... Ich brauche da mein super schlaues Büchlein für. Gewürze, kann ich dir sofort sagen. Samen in Mahlstein. Mhm. Und wenn du Salz haben willst, musst du Steine in den Mahlstein reintun. Ja, das weiß ich. So, wieso ist hier eigentlich Fleisch im Herd? Ach so, das wolltest du jetzt machen, oder was? Das gewürzte Steak, wolltest du das machen? Ja, habe ich doch schon zwei gemacht, oder nicht? Nö. Wie, nee? Ich denke nicht. Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? So. Ja, ach so, ich dachte, du hast reingeguckt. Ach nee, ich wollte starten. Ja, aber da war ja nichts. Nee, ich vergesse immer, das zu starten. Wein herstellen, das kann ich, glaube ich, dann noch nicht. Ja, Wüstenbeerenbrei, Hochland, Gärmittel. Das ist alles nicht hier, das ist ganz weit weg auf der Karte, nämlich ziemlich genau da. Da könnte ich mal Gärungsmittel und Hopfen ist da nämlich. So. Das heißt, das kann ich jetzt noch nicht machen von der Reise. Das finde ich doof. Die Monteur. Knochen. Achso, halt. Knochen in den Mahlstein legen. Das kann ich doch. Haben wir noch Knochen? Wir müssen noch irgendwo. Was hast du gesagt? Die Dinger hier gehen auch, ne? Die Hörner. Mhm. Ich wollte sagen, wieso kann ich die jetzt nicht aufteilen? So. In den Mahlstein. Zack. Bloß nicht per Doppelklick rein. So. Das haben wir gemacht. Dann Pflanzenfasern in den Mahlstein legen. Lass mich, ich wollte gerade sagen, lass mich raten. Ich habe jetzt gerade keine mehr. Zack. Nein. Lass mich die wieder rausnehmen. Ach, du kannst. Ach, du kannst auch Pflanzenfasern reinlegen. Dann kriegst du auch Gewürz. Ja, genau. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Weil ich kenne das nur, weil die Samen, die hast du ja nicht so oft, aber die Pflanzenfasern, die findest du ja sehr schnell. Oder Pflanzenfasern. Es tut mir leid, aber wenn ich so etwas habe, das muss ich mir direkt notieren, weil es kommt ja noch eine ganz große Reihe, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, von, die Gewürze kann ich mal rausnehmen, die tue ich mal mit ins andere Rennen, eine ganz große Reihe von Anleitungsvideos. Du willst das schmackhafte Fleisch jetzt aber nicht hier verderben lassen, oder? Ist ja schon was drin, du kannst... Ja, soll ich da gewürztes Fleisch draus machen, oder? Kannst du mir 11 herstellen? Achso, weil du ja, zwei von den Gewürzen draus... Ja, mach ruhig. Okay, ja, aber ich verstehe es wegen den Gewürzen. Ich würde sagen,
Das wollte ich nämlich in der heutigen Folge auch machen, dass ich mich mal oben ach nee, das haben wir, glaube ich, schon gemacht, oder? Wir hatten doch irgendwo sogar das Eis schon geholt, oder? Oh Gott, das ist jetzt eine Woche her. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir hier gemacht haben. Ist ja schrecklich. Irgendwo habe ich hier Eis gesehen. Ich weiß gerade nur nicht wo. In irgendeiner Truhe, meine ich, hatte ich Eis gesehen, oder? Ich meine, wenn du die 10 Dinger da reinmachst, ne, dann musst du aber auch dafür sorgen, dass du das Ding anmachst, ne? Welche 10 Dinger? Ja, du hast da 10 reingemacht, aber das war nicht an. Ich habe Gewürze reingemacht und bin dann auf gewürztes Steak gegangen und habe dann auf 10 herstellen geklickt, ja? Ach so, meinst du, ich habe nicht auf... Ja, ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Gut. Dann schauen wir mal kurz nach, was mit dem Fisch eigentlich ist. Ich nehme nochmal ein paar Pflanzenfasern hier mit. Immer direkt alles ernten, was hier auf dem Weg liegt. Wir könnten natürlich auch... Aber Pilze braucht man eigentlich nirgendwo für so richtig, ne? Warte mal, die teilen wir mal eben auf. Ach, die können wir wieder nicht aufteilen. Ach, das finde ich so scheiße. Können wir nur Fische mitfangen. Und hier ist nichts mehr drin. Okay. Warst du eben... Oh, warst du eben Kohle sammeln? Ja, ich habe das in den Ofen getan hier hinten. Nee, weil er jetzt keine Kohle mehr ist, deswegen... Das kann sein, ja. Ja, dann würde ich fast schon sagen, dass ich mich jetzt noch ein bisschen darum kümmere, dass ich hier noch alles so ein bisschen abholze und so. Und mich darum kümmere, noch mal ein bisschen die Basis nebenbei noch auszubauen. Sprich, Holz und Steine brauche ich. Und nebenbei auch noch mal ein bisschen gucke... Warte mal, ich hab alles in mittlerer Rüstung. Wir konnten aber, glaube ich, sogar schon schwere machen, ne? Oder? Da muss ich gleich nochmal eben gucken. Das weiß ich eben nicht. Das könnte mir das... Weil, ja, doch. Aber ich suche gerade, warum soll ich jetzt den Rüstungsmeister freischalten, den ich noch nicht... Ne, Rüstungsgroßmeister wissen, das kann ich nicht freischalten. Dann kann ich das nicht freischalten. Ach, du hast doch schon Schwere an. Und dann weißt du nicht, ob wir das haben. Ja, doch, schwer haben. Also können wir machen. Also haben. Ja, ich habe das geholt gerade. Tisch. Werkbank des Rüstungsmachers. Ja, kann sein, dass wir das im Hintergrund laufen hatten. Was hast du denn da für einen komischen Kopfschutz gemacht? Der sieht geil aus. Seh den mal an. Genau. Ach so, ich hatte mir die Dinger schon mal für die schwere Rüstung vorbereitet. Genau. Warte mal. Das einmal herstellen. Das. Das und das. Die Frage ist, nee, für den Kopf habe ich dann nicht mehr genug, aber... Nee, können wir noch irgendwie verstärktes Leder herstellen? Das weiß hier ich. Ist noch ein bisschen was drin. Wie ging das noch? Achso, du bist schon dran, das herzustellen. Okay. Ja, ja, ja. Brauchtest du das für irgendwas? Ja, für die große Polsterung, für die dicke. Die du herstellen musst oder die du jetzt wegen den Klamotten machen wolltest? Ja, wegen den Klamotten habe ich die gemacht, aber ich habe die schon... Ja, die kannst du aber ruhig mehr davon herstellen auch. Also ich habe jetzt nur einen Kopf als Schwere. Das Brustteil ist mittel bei mir. Ja, weil ich habe jetzt 4 Sachen. Kopf fehlt mir noch, den wollte ich mir jetzt eigentlich damit machen. Warte mal, schwere Polsterung. Können wir damit jetzt gerade mal eine herstellen? Was hast du jetzt gesagt? Nicht. Du hast... Nee, Oberteil ist noch mittel, ne? Also 2 Sachen hast du. Nein, ich habe ein mittleres Oberteil an, der Rest ist leicht und der Kopf ist schwer. So, Kopf habe ich nämlich jetzt noch gar nicht. Oh, da fällt mir gerade was anderes ein. Wir haben doch jetzt, dank... Oh, ja, da fallen mir 2 Sachen ein. Ich habe doch jetzt den Battle Pass. Haha. Den wollte ich nämlich... die Belohnung wollte ich nämlich jetzt hier anfordern. Weil da gibt es ja spezielle Belohnungen, die du dann nur auf einen Server haben kannst. Das finde ich so gut.
Zeit irgendwie. Aua, was auch immer du gerade gesagt hast, es war gerade wahnsinnig laut bei mir. Ich habe nichts verstanden. Gut, jetzt gucke ich mal eben in mein Inventar. Warte mal. Das ist nicht mein Inventar. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich in mein Inventar komme. Oh, was habe ich denn bekommen? Warte mal. 5 Unsichtbarkeitstränke, 5 Tränke der Ressourcensuche, 5-mal Gesöff der Toten. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren, wenn Gegner in der Nähe sind, glaube ich, ne? Und 5-mal Trank des langsamen Falls. Ach nee. Weißt du, was das ist? Nein. Ich habe heute ein Video gemacht, das ist aber noch nicht ganz fertig, über den Zauber. Also über die, über das Buch, wie man das Buch vervollständigt und die Zauber, die man damit freischaltet. Du kannst quasi, anstatt diesen Zauber zu benutzen, kannst du diese Tränke benutzen. Das ist ja mal cool. Aber die werde ich mir dann erstmal aufsparen. Wobei ich mir nicht sicher bin, was jetzt Gesöff der Toten ist. Ich vermute, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass das wahrscheinlich... es gibt einen Zauber, wo du quasi eine Kopie von dir selber herstellen kannst. Und wie so ein kleiner Tank sozusagen. Und solange der Gegner dich selber nicht sieht oder nicht an dich rankommt, geht der immer auf diese Kopie von dir. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das Gesöff der Toten ist. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Könnte auch was anderes sein. Trank der Ressourcensuche. Das könnte dieser Zauber sein, womit du alles... Ich sage jetzt mal, du willst Eisen finden. Das heißt, du wendest diesen Zauber an. Fixierst direkt mit dem Punkt, den du immer in der Mitte hast, das Eisen, wo du vorstehst. Und dann zeigt er dir einen gewissen Umkreis um dich herum überall an, wo Eisen ist. Für eine gewisse Zeit. Also den Zauber finde ich gar nicht so schlecht. Großer Nachteil ist, wenn du Zauber benutzt, musst du jeweils Jutebeutel einsetzen. Das ist richtig teuer. Wobei ich nicht mehr genau weiß, wie man die jetzt herstellt. Unsichtbarkeitstrank, der ist ganz cool. Wenn du, also den Trank weiß ich nicht, aber wenn du den Zauber machst, dass du unsichtbar wirst, sehen dich sämtliche Gegner nicht, es sei denn, du interagierst mit irgendwas in der Umgebung. Also zum Beispiel einer Steintafel oder sowas, weißt du, wo du was lesen kannst. Oder greifst was an oder so. Dann bist du direkt wieder sichtbar. Aber ansonsten bist du eine ganze Weile lang unsichtbar. Und mhm. Trank des langsamen Falls heißt nichts anderes, als dass du, ich sag jetzt mal, von ganz oben vom Berg runterspringen kannst. In dem Fall nimmst du den Trank oder du könntest halt vorher den Zauber gemacht haben. Und für eine gewisse Zeit lang hält halt dieser Zauber und du wirst abgebremst, wenn du runterspringst. Also, dass du langsamer runterspringst. Das ist total geil. Wofür habe ich mir eigentlich 65 Ziegel gemacht, als ich rausgegangen bin? Sehe ich jetzt gerade. Das weiß keiner, nur du vielleicht. Wenn ich mir die alten Folgen nochmal angucke, dann könnte ich das eventuell wieder wissen, ja? Dafür haben wir die andere eben nicht, die ich suche. Ah, ja. Ich bin so doof, Da könnte ich theoretisch sogar auch das Bett machen. Das wäre natürlich geil. Warte mal, 40 Holz, 40 Tierhaut, 5 Zwirn. Ich hasse Zwirn. Rüstungsmacher... 40 Tierhaut. Teilen wir das mal auf hier. Ich will ja nicht alles. Ah, Kesselflickerwerkstatt, das war die. Die haben wir nicht. Tierhaut und Holz. Jetzt hast du mein ganzes Holz hier durchgejagt, ne? Nein. Zum Trocknen. Ich hab's gewusst, mein ganzes Holz ist weg. Ich hab ja hunderte von Holz im Stapel. Ja. Ach so. Hä? Stimmt gar nicht. Warte. Liegt doch nicht so, ach so, dreckig. Da. Jetzt muss ich ja mein Notfallholz gehen, was ich extra geholt hatte, um hier zu bauen. Das ist doch gemein. So. War aber auch Holz. Ich hole mir gerade erstmal was. So. Ach so, einen Zwirn brauche ich noch. Moment. Das ist doch wieder hier der Mist. Nochmal 10. So.
dann mache ich nämlich was ganz Schönes. Das ist zwar eigentlich Deko, aber das ist trotzdem etwas, was ich unbedingt brauche. und zwar mache ich mir das große Bett. Oh, guck mal, die haben auch eine Wolfsfigur. Dafür brauchst du nur eingeformtes Holz? Oh, die mache ich mir jetzt mal spaßeshalber. Falls du dir auch das Bett noch machen willst, hast du schon mal ein bisschen was da. Jetzt haben wir wieder das Problem. Kann ich das Bett jetzt verstellen, verrücken, wie auch immer? Ja, diesmal kann ich es ausnahmsweise machen. Sehr schön. Wir haben da ja schon mal diesen Bug drin gehabt. Mann, ey. Machen wir das mal rein. So, und jetzt? Jetzt ist es doof, weil da hinten die Fackel hängt. Mensch. Machen wir die mal eins weiter. Zack. So. Und das? Und ich weiß nicht, wie nah. Ne, das ist zu nah. Ja, und wie immer kannst du es nicht vernünftig gerade stellen. Das kotzt mich so an in diesem Spiel. Och, Mann, ey. Sei doch nicht so negativ. Nein, aber das ist wirklich... Oh. Ungültige Gebäudeplatzierung. Ja, das wird jetzt von dem Bett blockiert. Das ist sowas von... Ich lasse das jetzt ein bisschen. Nein, ich will das abbrechen. Warum kann ich das so... Ich lasse das jetzt so ein bisschen schief. Ist mir jetzt egal. So, Spawnpunkt ist aktualisiert. Das andere wird jetzt ein Gästebett. Das stelle ich einfach mal hier so an den Rand hin. So. Oder so. Oder wie auch immer. Dann halt nicht. Och, was willst du jetzt mit Ungültiger? So. Vorsichtshalber nochmal hier. Nochmal aktualisieren. Und jetzt habe ich ganz, ganz tolles Bett. Vor allem toller Satz. Jetzt habe ich ganz tolles Bett. Der war echt gut, der Satz. Ganz, ganz tolles Bett. Tolles. Und so ein schönes Bett kannst du dir auch machen. Du brauchst nur noch ein paar Kleinigkeiten. Jetzt mache ich mir mal ganz schnell ein Bild davon. Das wird nämlich jetzt... Die Gameplayerin hat sich... baut sich eine Spielewiese. Oder sowas. Ey, was machst du mir hier alles kaputt? Das ist nicht dein Bett, das ist meins. Ich hab's gerade übernommen. Ja, ja. Was denn? Ich guck mal eben, warte mal. Du brauchst nur noch 20 Holz, dann kannst du das machen. Der Rest liegt noch da drin. Ja, die habe ich ja, die 20 Holz. Die kannst du dann reinmachen. Besitzer sind die Verlorenen. Stimmt, oh, so haben wir uns ja genannt. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt noch mal so ein bisschen farmen gehe und dann mal gucke, dass ich hier noch mal das Haus ein bisschen zu Ende mache und nebenbei... Achso, ich wollte mir noch einen Rüstungsteil eigentlich machen. Das könntest du ja mal in schön machen. Das Rüstungsteil, das kann ich nicht in schön machen. Das Haus. Ja, ja, das will ich ja. Warte mal. Nein, das willst du nicht. Wo haben wir denn jetzt die schwere Rüstung? Ah, hier. Ach ja, da brauche ich ja die Hörner für, genau. Deswegen hatte ich mir die ja schon reingelegt, das war's. Ach so, ich muss den Wolf ja noch eben machen. Doch, habe ich reingenommen. Wo stelle ich den Wolf hin? Oder mache ich den hier so davor, so als Eingang? Das kann ich auch. Warte mal. Weil der ist echt günstig gewesen. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wo ist er denn, der Wolf? Kommst du mal eben? Kommst du mal zum Eingang? Ich oder wen meinst du jetzt? Ja, ist sonst doch jemand hier auf dem Server? Ja, kann ja sein, dass du mit dem Wolf redest irgendwie. Komm mal zum Eingang. Moment. Wir machen jetzt fröhliche Wolfssuche. Eingang, wo ist für dich der Eingang? Das ist hier kein Eingang, das ist irgendwie... Da, wo die Fackeln sind und so. Wo ist der Wolf? Der schöne große Wolf, den ich hier hingestellt habe. Ja, da nicht. Warte.
Da ist er auch nicht. Wo ist der Wolf? Na komm, such. Such. Hast du in der Hose stecken oder such, was? Such, Epi. Ich habe keine Hosen an. Wo ist der Wolf? Keine Ahnung. Wo ist der Wolf? Sind die hintergesteckt? Wo ist der Wolf? Es wird kälter. Kälter. Du findest ihn nie. Bisschen, ja, wo ist er denn? Bisschen wärm. Guck mal hier. Jetzt weiß ich, warum der ach, so günstig Scheiße. War. Ja, jetzt verdammt ich, klein. Ja, ne? Jetzt weiß ich zumindest, warum der so günstig war. Ich stell... nee, ich will den nicht bewegen. Ich wollte... Moment. Wollte den eigentlich mitnehmen. Zurück ins Inventar, genau. Oh, ist das ein Mist. Ich dachte, das sind jetzt so schöne, große Wolfsstatuen. Aber dann verstehe ich auch, warum der so günstig war. Den stelle ich mal hier mit auf den Tisch, würde ich sagen. Warte mal. So, bisschen drehen. So. Es gehört jetzt unserem Rudel. So, der Epi hat sich auch im Bett gemacht. Nein. Die Sau. Aber so passend reingestellt, dass wir jetzt beide das Bett schief drin haben. Na, deins ist schief, deshalb habe ich mich angepasst. Ja, sag ich doch. So passt. Aber hast du denn... oh, du bist echt doof. Du weißt schon, dass dein Bett abfackelt, wenn du die Fackel da dran lässt, so nah. Was für eine Fackel? Ach da, nee. Nein, das passt schon. Nein, darf, natürlich es darf nicht. Nur kein, darf nur kein Wind kommen. Mm, ist klar, das ziehen wir mal wieder rein. Ja, oder habe ich die Ziegel? Nee, aber die Ziegel habe ich jetzt nicht. Nein! Ich wollte nicht das Bett abbauen, ich wollte die Fackel wegmachen. Oh. Willst du mich verarschen, ey? Der man kann die nur entfernen, man kann die nicht doch verschieben. Kann doch, ich doch, die kannst du verschieben. Aber das Bett habe ich jetzt... nee, das Bett konnte ich abbauen, das war geil. Ja, aber dafür habe ich auch... ich habe keine Ahnung, wofür ich eigentlich die Ziegel jetzt extra... oh, Menschenfleisch muss ich in die Presse legen. Ich würde sagen, das mache ich dann in der nächsten Folge. Weil ich jetzt auf jeden Fall irgendwie fasziniert davon bin, dass ich dieses Dach machen möchte. Und ja, ich würde sagen, darum kümmere ich mich jetzt mal, dass ich ein bisschen was noch an Ressourcen hier hole. Und ja, dann würde ich mal hoffen, dass in der nächsten Folge alles sehr viel schöner aussieht hier. Und wir vorne auch einen Eingang haben. Und ist da eigentlich eine Treppe hier? Hatten wir die da schon hingebaut? Ja, nee. Doch, die hatten wir hingebaut. Okay, dann ist gut. Und dann würde ich sagen, dass wir dann das mit dem Menschenfleisch oder ich das mit dem Menschenfleisch in der nächsten Folge mache, weil da muss ich ja erstmal was holen. Ich weiß gar nicht mehr, da brauche ich einen Hackeball für, ne? Sonst kriege ich kein Menschen... ah, nee, Menschenfleisch oder? Warte mal. Doch, das kriegst du doch. Menschenfleisch, ja genau. Ja. Nee, das kriege ich auch mit dem Abhäutemesser, glaube ich, hin, ne? Nee, gut. Dann gibt es hier erstmal einen kleinen Cut. Und ich hoffe, dass ich genug zusammenkriege, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn fürs Haus, dass das schön aussieht. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.